Howdy, Susanne. Du bist sicherlich hier, um wie alle anderen, ja, am traditionellen Kartoffelanbau teilzunehmen, richtig? Ja, so ist es. Es wird von Jahr zu Jahr beliebter. Warte mal, Cowboy, du weißt nicht, wovon ich rede. Die Kartoffelanbautraditionen haben wir, um zu feiern, dass der Frost endlich aus dem Boden gewichen ist und die wärmenden Zeiten endlich auf dem Weg sind. Nun können wir endlich wieder Dinge anpflanzen. Ach, und ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, warum die das nicht zur normalen Zeit machen, sondern warum die das jetzt Anfang Oktober machen. Und dies feiern wir, indem wir die Kartoffeln ausgraben, die den Winter überlebt haben. Ich weiß nicht, wie die Kartoffeln das schaffen, aber es muss irgendwas mit der speziellen Erde hier auf Jorvik zu tun haben. Manchmal kann sie die Kartoffel gigantisch groß und kältebeständig machen. Die Kartoffeln, die es durch den Winter schaffen, sind besonders köstlich und werden in dieser Gegend als Delikatesse angesehen. Danach pflanzen wir neue Kartoffeln in einen Reitwettbewerb ein, bei dem der mutigste Reiter aus der Gegend, die mutigsten Reiter gegeneinander antreten. Wenn ich dich richtig einschätze, wäre das doch sicherlich auch etwas für dich, oder? Aber reite fürs Erste zu den Kartoffelfeldern und grabe eine richtig große Kartoffel aus. Dann bringe ich dir bei, wie man die beste Ofenkartoffel der Welt backt. Hopp, hopp, Susanne. Da kriege ich nur 10 Schilling für. Aber okay, der neben mir, genau so einen will ich. Na okay, die Mähne ist hässlich, aber genau so ein Pferd will ich. Und ich darf es nicht haben mit Level 5. Das ist gemein. So. Ih, die Kartoffel ist verfault, okay. Ist auch verfault. Ach so, schon erfüllt, okay. Wen muss ich denn? Zu dem Kerl wieder? Das war's jetzt schon, oder was? Ernsthaft? Wow, Susanne, was für eine große Kartoffel. Ah, Silverglade Village Punkt habe ich bekommen. Was für ein Fang, Susanne. Diese Kartoffel wird perfekt sein. Dann lass mal sehen. Diese Kartoffel muss gebacken werden, aber wir brauchen zusätzlich noch andere Zutaten, wenn die Kartoffel perfekt werden soll. Silverglade-Kräuter und traditionell hergestellte Butter fehlen noch. Fange mit dem Sammeln einiger Silverglade-Kräuter an. Die findest du an der Birke am Stall. Okay, an der Birke am Stall. Und da ist der Stall. Und das sind auch wieder... Da sind auch wieder Pferde zu kaufen, die ich mir wahrscheinlich eh wieder nicht kaufen darf. Aber ich muss in die Richtung. Also können wir uns auch direkt die Pferde mit angucken. Was sind die süß? Ja, die darf ich mir bestimmt kaufen, weil das nämlich alles Pferde sind, an die ich kein Interesse habe. Vom Dings her. Oh, was bist du denn für eine Schönheit da hinten? Hallo. Ein Tinker. Ich weiß, wo es ein Tinker gibt. Einschränkung Level 6. Oh. Dann werde ich erst einen Tinker holen. Und danach dann erst einen Shire. Oh, ich kann schon gar nicht mehr reden. Bei mir überschlägt sich gerade innerlich alles. Oh, das ist zwar überhaupt nicht die Farbe, die ich haben wollte, aber egal. Die Tinker kommen ursprünglich aus Irland. Oh, ich liebe Irland. Das Pferd an sich ist kraftvoll und ruhig. Sie wurden früher von fahrenden Kesselflickern für das Ziehen von Wohnwagen und Kutschen benutzt. Die Pferde zeichnen sich durch einen freundlichen Charakter aus und sind leicht zu dressieren. Sie sind bekannt für ihren Arbeitswillen und sind sehr universell einsetzbar. Obwohl die Tinker meistens scheckig sind, gibt es sie in unterschiedlichen Farben. Genau wie die Farbe kann die Größe ebenfalls stark variieren. Sie können klein wie Ponys sein und auch groß wie normale Arbeitspferde. Besonders bei diesen Pferden ist die Behaarung an den Beinen, die lange Mähne und der Schwanz. Oh. Ich mag zwar kein Braun, aber ich habe mich in dich verliebt. Wobei deine Beine irgendwie wirklich ein bisschen komisch aussehen im Vergleich zu dem Shire. Oh, die haben das sogar noch in Weiß. Oh, Baby, komm zu mir. Und, Moment, und eins in Schwarz. Oh, tut mir das nicht an.
Ehrlich jetzt, tut mir das nicht an. Tinker, gleiche Voraussetzung. Hätte mich auch gewundert, wenn es nicht so wäre. Aber in Weiß. Jetzt ist die Frage, wenn ich denn endlich Level 6 habe, nehme ich mir dann ein weißes Tinker, was natürlich cool aussehen würde, oder nehme ich mir so ein schwarzes Tinker, weil ich bin ja die ganze Zeit schon hinter Schwarz hier. Also ich möchte gerne ein normales Pferd haben, so wie das, was ich jetzt reite. Ich nenne es immer Akita, nach meinem alten Reitpferd. Aber in Schneeweiß halt. Genau so hat Akita ausgesehen, genau so, diese Farbe. Aber die hatten sie leider nicht im Anfangspferd dabei. Gleiche Voraussetzung. Oh, ich könnte euch... Ich glaube, ich nehme das Schwarze dann. Oh, ich muss hier... Kann man das zur Seite schieben? Ja. Ich muss hier unbedingt mal eben kurz einen Screenshot von machen. Damit ich noch weiß, wo ich die Pferde hier gefunden habe. Oh, das ist so genial. Ich habe meine Aufgabe schon total vergessen hier. Ich bin gerade so abgelenkt. Oh, ich weiß genau, welches Pferd ich als nächstes holen werde. So, Anforderungen schon erfüllt. Ach so. Ach so, ach so. Reit mal einfach durch die Blumen durch. Ist kein Thema. Diese Kräuter sehen perfekt aus. Danke. Jetzt brauchen wir nur noch Butter. Und können dann die perfekte Ofenkartoffel nach traditioneller Art machen. Du kannst die Butter holen, sagst du? Super. Reite zur Post in Silverglade und sprich mit Derek. Er hat ein Paket mit ganz frischer Butter für mich. Mache ich doch glatt. Ich habe nur keine Ahnung, wo das ist. Ist das jetzt das mit dem Ausrufezeichen? Ich denke. Ich hoffe. Wir reiten jetzt erstmal dahin. So. Ah, das ist, glaube ich, die Poststelle. Wenn ich das hier richtig sehe. Hallo Susanne. Bist du hier, um etwas abzuholen oder zu verschicken? Willkommen zurück, Susanne. Wie ist es dir ergangen? Ja, ich habe halt auf dem Pferd gesessen. Ja klar, ich habe ein Paket für Marley. Hier, bitteschön. Grüße ihn ganz lieb von mir. Auf, die Post ist Verlass. Genau, nur nicht auf die Post, die mal am Leuchten ist, weil ich immer denke, dass da irgendwas drin ist. Und es ist doch nichts drin. Perfekt, Susanne. Das ist die beste Butter, die man finden kann. Ja, das ist schön. Jetzt habe ich die ganze Zeit rumgekurvt und habe diese Quest hier, ich glaube, vor 2 Folgen oder so, mittlerweile angefangen und bin noch nicht fertig damit. Das ist, ja, jetzt etwas blöd gelaufen. Ich würde mal sagen, ich mache jetzt mal einfach so ein Foto mit dem Mali. Der guckt zwar so ein bisschen betroppelt irgendwo. Guck den Mali doch mal an, Schätzchen. Nicht immer nur auf dein Pferd achten. Ach komm, der Mali guckt dich auch nicht an, was soll's. So, du... warum soll ich jetzt absitzen? Was ist das für ein Quatsch? Sag mir doch erstmal, worum es geht, bevor ich absitze. So, du bist also bereit, eine perfekte Ofenkartoffel nach traditioneller Art zu machen. Meine Familie ist schon seit Generationen im Besitz des Rezeptes und jetzt ist es deine Aufgabe zu erlernen, wie das geht. Du sagst, dass es ein Kinderspiel werden wird. Du siehst einfacher aus. Das sieht einfacher aus, als es in Wirklichkeit ist, Susanne. Folge in jedem Fall genau meinen Anweisungen, damit alles glatt läuft. Let's go. So, befolge den Anweisungen. Huch. Ja. Hallo, welche Anweisungen? Hilfe! Schalte den Ofen ein, damit er vorheizen kann. Nimm die Kartoffel, die du vom Kartoffelfan geerntet hast. Ah, wo ist die? Schiebe die Kartoffel in den Ofen. Hallo? Achso, scheiße. Nimm die Kräuter. Vermische die Kräuter mit der Butter. Mach schon. Hallo? Achso. Mist. Nein! Oh, ja, sag mir doch, dass ich die da reinziehen muss, Mann.
Jetzt sind die da drin. Toll. Aber ich kann nicht mehr neu starten, oder wie? Ja, ich bin bereit. Ich weiß jetzt auch mittlerweile, was ich machen muss. Und das heißt, eigentlich bin ich nicht bereit. Moment, Moment. Ich mache das jetzt auf die ganz clevere Art und Weise. Wieso geht jetzt rückwärts? So, Moment. Ich muss erstmal mein Pferd hier aus der Schusslinie rausbringen. Damit das hier nicht im Weg steht. So, dann... Ja, ist ja okay. Setz jetzt mal ab. Komm, zackig, geh runter. So, und jetzt nochmal von vorne, bitte. So. Ja. Aua. Mal hinne. Inventar habe ich auch auf. Ah, ja. Ich habe es schon wieder vergessen. Was wie die Kräuterbutter? War's das? Boah. Wuhu, Susanne, das riecht unfassbar gut. Lass mich deine Ofenkartoffeln mal probieren. Oh. Ja, das war eine der besten Ofenkartoffeln, die ich je gesehen habe. Das bringt alte Erinnerungen aus meiner Kindheit zurück. Meine Großmutter hat, als ich noch ein Knirps war, immer Kartoffeln wie diese gemacht. Und die haben genauso geschmeckt wie deine Ofenkartoffeln. Fantastisch. Alright, Susanne, jetzt weißt du, wie man sich um die Kartoffel kümmert, die es durch den Winter geschafft haben. Es fehlt nur noch ein Schritt zur Vervollständigung unserer Kartoffeltradition. Das Einpflanzen neuer Kartoffeln. Reite zu Elvi und lass dir von ihr die Regeln zum Einpflanzen der Kartoffel erklären. Wenn du Schnelligkeit magst, eigentlich nicht, wirst du das hier wahrscheinlich lieben. Wir haben das gewöhnliche Kartoffelanpflanzen etwas verfeinert und es den Festlichkeiten angepasst. Schnapp dir die Kartoffeln hier neben mir, bevor du losreitest. Viel Glück, Susanne. Welche Kartoffeln? Hier sind keine Kartoffeln. Hallo? Ich kann hier wirklich keine... Oder meint er jetzt mit losreiten wirklich losreiten? Nee. Ach, da hinten. Och, dein Ernst jetzt? Die Kartoffeln neben mir. So. So, irgendwo... Ah, jetzt kann ich auch mit ihr sprechen. Haha. Sei nicht schüchtern, komm her und nimm an den Festlichkeiten teil. Bist du für das jährliche Kartoffelanbaurennen hier? Ja. Hallo Fremder. Wieso Fremder? Ich bin eine Sie, hallo. Ich heiße Elfi und ich helfe hier auf Malis Farm überall ein wenig aus. Ich gehe sicher, dass es den Pferden gut geht und dass die Farm immer sauber und aufgeräumt ist. Du warst bei Mali, sagst du? Gut, dann weißt du ja, wie wichtig Traditionen und das Feiern vom Ende der eisigen Tage für uns sind. Wir haben den ganzen Winter darauf gewartet, dass wir die Erde wieder nutzen können. Ich bin jedes Jahr richtig aufgeregt, wenn wir unsere Kartoffelparty endlich feiern können. Die Frühlingszeit ist eine schöne Zeit. Wuhu! Wir haben einen Wettbewerb erstellt, bei dem es um das Anpflanzen von Kartoffeln geht, um das Ende des Frostes zu feiern. Du möchtest also gerne an diesem Wettbewerb teilnehmen? Wir machen erst eine kleine Testrunde, damit du auch weißt, was los ist. Du musst praktisch auf einem Kartoffelfeld an den markierten Stellen so viele Kartoffeln anpflanzen wie möglich. Dann eilst du zu mir zur Ziellinie zurück und derjenige, der schneller ist, hat gewonnen. Es gibt eine Menge an Prestige für den Gewinner des Rennens. Mach dein Pferd startklar und reite so schnell wie der Wind. Da kann man eine Kopfdekoration gewinnen. Ja, so schnell wie der Wind mit dem Ding hinten drauf. Aua. Aua. Das war scheiße, das war doch klar.
Okay, also ich kann aber anscheinend doch damit springen. Au, 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 au. Lauf. Lauf, wir haben nur noch den einen. Naja, wenigstens noch unter einer Minute. Hilfe. Wuhu, gut geritten. Du wirst ein echter Gegner für die anderen Teilnehmer sein. Geh hier neben mir zur Tafel und schreibe dich und deine Freunde für das Rennen ein. Viel Glück, Susanne. Ich glaube an dich. Ja. Da gibt es wahrscheinlich eine viel bessere Möglichkeit hier, diese Strecke zu machen. Aber die habe ich natürlich jetzt beim erstmaligen Versuch nicht gefunden. Au, au, au. Nein, au, 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 au. Nein. Oh ja, dreh dich bloß nicht zur richtigen Seite rüber. Ich gehe nach links und der geht nach rechts. Wo ist der denn jetzt noch? Das war jetzt gar nicht gut, aber er hat am Anfang so gut angefangen. Und trotzdem nicht viel schneller als der Mist, den ich eben abgeliefert habe. Okay. Die Farm immer gut aufgeräumt. Du warst bei Marvel, sagst du, gut. Dann weißt du ja, wie wichtig Tradition und das Feiern zum Ende von eisigen Tage für uns sind. Wir haben den ganzen Winter darauf gewartet, dass wir die Erde wieder nutzen können. Ich bin jedes Jahr richtig aufgeregt, wenn wir unsere Kartoffelparty endlich feiern können. Die Frühlingszeit ist eine schöne Zeit. Wuhu! Ja, wir haben einen Wettbewerb, das wissen wir doch. Ich bekomme dann eine Kartoffel. Okay. Aber man hat hier einen Wert von 1000 Euro, ich meine, ne? Ja, ich kann den Auftrag nochmal annehmen, ja. Aber reicht denn das jetzt nicht die Zeit, die ich jetzt hatte, oder wie? Komm, mach. Los. So, jetzt bin ich wieder völlig blöd gelaufen. Au. Au. Oh Mann. Jetzt bin ich echt noch mieser als eben gelaufen. Juhu. Oh, dafür bin ich aber ein bisschen schneller. Juhu, gut geritten, bla bla bla. Ja, schreibe dich in der Tafel neben mich ein. Das habe ich ja jetzt schon ein paar Mal gemacht. Beziehungsweise das habe ich ja schon gemacht. Ich gehe jetzt mal zu dem anderen Ding hier hin. Mal gucken. Das ist ein Witz, oder? Was haben die für Pferde, dass sie das in 25 Sekunden schaffen? Aber immerhin... Aber ich stehe nicht drin, obwohl ich eigentlich schneller war. Ich war 49 Sekunden. Also ich bin hier zwischen eigentlich. Ich bin auf Platz 5. Ein bisschen stolz bin ich schon, dass ich auf Platz 5 bin. Aber das ist komisch, dass ich mich da nicht einschreiben kann. Und ich bekomme auch nichts. Also irgendwie ist das Fest jetzt für einen Eimer. So, wenn ich so drüber nachdenke. Also man macht es zwar mit, es ist lustig, aber ja, man kriegt halt nichts, ne? Gut, dann reiten wir mal wieder zurück.